Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, wir wollen auch mit der Kabine endlich mal ein bisschen weitermachen. Aber bevor ich euch jetzt kurz sage, was ich jetzt hier schon vorbereitet habe, möchte ich nochmal kurz auf die kurze Zugmaschine eingehen. Hat doch ein bisschen mehr für Diskussionen gesorgt, finde ich aber super, wenn ich von euch Feedback bekomme. Ich bin kein LKW-Fahrer, ich kenne mich tatsächlich auch nicht aus mit den Maschinen, ich bin kein Kfz-Mechaniker oder ähnliches oder LKW-Mechaniker. Und ich beschäftige mich auch nicht unbedingt permanent damit, ob es die Fahrzeuge in real so gibt. Wir sind hier immer noch im Bereich Bruderumbau und ich freue mich auch tatsächlich, dass wir das ganze Ding ein bisschen auf den Bruderrahmen zuschneiden und nicht jetzt hier einfach alles neu machen und nur eine Kabine nehmen, weil, also ja, Maßstab 1:16, 1:14 wäre was anderes, aber ich kann mir das Ding natürlich auch einfach fertig kaufen, dann kriege ich einen Bausatz. Das ist wie Lego für große, viele Schrauben, viele Teile, Anleitung, Zusammenschrauben. Okay. Ist nicht mein Ansatz. Mir macht genau dieses Umbauen Spaß, das Tüfteln Spaß. Wie kriege ich aus diesem Kindersandkastenmodell komplett aus Plastik etwas Brauchbares, etwas anderes, etwas Schönes, ohne dass ich zu viel dran rummansche. Also Grundlage ist, wie gesagt, ja immer noch der Rahmen. Jetzt, den gibt es sowohl nicht in kurz, den Arox, der hat immer die gleiche Länge wohl. Und er ist jetzt natürlich, er wirkt jetzt so ein bisschen bullig. Ich finde, also ich assoziiere ihn jetzt von der Optik her wie so eine kleine Dogge. Relativ kompakt, ein bisschen stumpig vorne und ja, aber er gefällt mir tatsächlich sehr gut und ich finde, es ist relativ gut gelöst jetzt mit den Radkästen und den Reifen. Ich bin schon weiter drin als normal. Und wenn ich das jetzt hier ein Maßband anlege, dann bin ich hier vom Schnitt her zu diesem äußeren Ring keine 5 mm mehr weg. Ja? Klar, der Reifen ist weiter drin, weil die Felge weiter rauskommt. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal ein paar Millimeter reingehen. Ich bin ein bisschen weg vom Rahmen, einfach was ja auch die Federung anbelangt, denn ich brauche ja hier auch Spiel und ich brauche ein bisschen Abstand zum Rahmen. Ich hätte natürlich noch ein bisschen Spiel. Ich könnte noch ein Müh weiter reingehen. Das ist mal das eine. Dann bräuchte ich nur die Felgen anpassen und einfach die Radkästen nochmal neu machen. Ob ich das mache, ich weiß es nicht. Mir gefällt es ehrlich gesagt sehr, sehr gut so. Ja, also es gefällt mir. Und wie gesagt, wir sind schon schmäler, als das Modell an sich ja wäre. Das andere ist es, ich habe natürlich die Variante, weil wir immer noch den Bruderrahmen haben, den Originalbruderrahmen. Ich kann natürlich auch einfach wieder einen normalen Rahmen nehmen. Ja, also ich könnte jetzt einen der Rahmen, die hier noch rumliegen, verwenden und das Ganze einfach da wieder draufstecken, denn vorne ist das alles gleich, da baue ich einfach die Lenkachse wieder ein und hinten, ich sage jetzt mal, das ist auch sehr, sehr schnell wieder realisiert. Dann haben wir ein bisschen Platz und klar, da kann ich jetzt, keine Ahnung, Schwerlastturm mit reinbauen oder keine Ahnung was. Also wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, aber ich möchte ihn jetzt so wahrscheinlich einmal fertigstellen, um zu gucken, wie das Gespann dann im Gesamten wirkt, wenn es wirklich katastrophal ausschaut. Wie gesagt, die Option ist ja da, aber ich habe mir das jetzt so eingebildet und ja, konsequent sein heißt vielleicht auch mal einen Holzweg zu Ende gehen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal weiter. Ja? Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir und sagt, okay, es schaut gar nicht mehr so schlecht aus, wie es in, ich glaube, Folge 2 war es, aussah, allein schon diese Draufsicht, das sah natürlich furchtbar aus. Das habe ich selber auch gesehen, deswegen haben wir ja hier dran gearbeitet. Ja? So, jetzt da. Genug zu diesem Thema. Ich habe ein bisschen was hergerichtet, die Kabine hatten wir ja schon zerlegt. Ich habe jetzt einfach eine Kiste schon mal vorbereitet, nur zum Lackieren. Das heißt, hier sind jetzt drin einmal so die ganzen Türteile und Trittstufen. Und so weiter. Das zeige ich euch auch nachher gleich noch mal. So, Trittstufen etc. Also das hier geht einfach alles jetzt einmal zum Lackieren. Bei den Lichtern habe ich schon mal vorgebohrt, dass da die Löcher schon drin sind. Dann franzt da nicht so viel aus beim Lackieren. Ich werde natürlich nochmal nachbohren müssen, wenn es lackiert ist, weil die Lampen sonst nicht richtig reingehen. Das ist auch klar. Aber dann sind zumindest schon mal die groben Positionslöcher auf jeden Fall schon mal alle drin. Ja? Wir haben Blinker, wir haben Fernlicht, Abblendlicht oder andersrum, muss ich nochmal nachgucken, sicher ist sicher. Und hier unten haben wir ein Kurvenfahrlicht, ob das realisiert wird, weiß ich momentan nicht. Mir gehen nämlich leider die Kanäle aus, zeige ich euch nachher gleich. Ein
Kurvenlicht oder es wird einfach ein Tagfahrlicht. Ja, bei mir. Genau, also die habe ich vorgebohrt. Zack, weg ist es. Dann möchte ich einen Bullenfänger vorne dran haben. Das ist ein 3D-Druckteil. Das 3D-gedruckte Netz habe ich rausgeschnitten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und habe hier einfach ein Metallnetz reingeschnitten. Ich blende euch das mal hier oben ein, wie das aussah. Einfach drauf geschraubt im Endeffekt hinten und dann ausgeschnitten. So, relativ simpel. Und das Ganze kommt dann hier vorne hin. Ich schraube das tatsächlich auch ganz stumpf einfach nur an die Karosserie hin. Genau. So. So soll das Ganze dann mal ausschauen. Das ist also wie gesagt die Lackierkiste. Und da passiert nicht mehr viel. Die gehen direkt mal zum Lackieren. Dann haben wir hier unsere schöne Front. Da möchte ich Frontblitzer einbauen. Ihr habt es schon gerade gesehen, ich habe es schon mal auch markiert, wo ich die hinhaben möchte, hier oben und hier. Also einmal hier innen und einmal hier außen, weil die anderen wären sonst verdeckt. Macht also keinen Sinn. Das heißt, hier werden wir so Frontblitzer einbauen und dafür habe ich hier noch so, sind glaube ich Positionslampen von Niebelt Modellbau. So, genau, sind, ich glaube, Positionslampen oder sowas waren das. Die haben auch diese Blitzer, diese Frontblitzerlampen. Schaut mal hier rein. Also wenn ihr Beleuchtungszeug braucht, Gläser braucht, Rücklichter braucht, hier, das ist die Adresse, wo ihr hin müsst. Ja? Also bin ich absolut überzeugt von, sind ganz tolle Teile, ist preislich auch völlig im Rahmen für die Qualität, die hier abgeliefert wird, für alles, was dabei ist. Aktuell ist es so, dass sie, glaube ich, im Urlaub sind noch. Deswegen habe ich jetzt anderweitig Rücklichter bestellt. Die kommen auch noch. Also es kommen ja Rücklichter für die Zugmaschine und für den Anhänger. Da habe ich mal was Neues ausprobiert. Ob es was ist, das seht ihr dann. Genau. Wie gesagt, das sind die Positionslichter, die ich jetzt nehme. Denn ich kann jetzt momentan eben keine Frontblitzlichter bestellen. Und ich will hier weitermachen. Ja? So. Also das heißt, die sind auch natürlich ein bisschen filigraner. Ja, spielt aber hier keine Rolle, also ich hätte auch die anderen eingebaut, die ich beim Sprinter und beim Dodge eingebaut habe. Ja, also, das wird hier vorne passieren. Wenn die Dinger drin sind, kommt auch das ganze Zeug dann fast schon in die Lackierung. Was wir noch gucken müssen ist, bevor ich das lackieren möchte, ist, ich möchte das als Teil, also das wird draufgeklickt. Dieses Teil hier möchte ich so machen, dass es fest ist, aber jederzeit lösbar. Warum? Der hier wird drauf geschraubt. Hier unten wird Batteriefach reinkommen. Den hier werde ich von der Seite hier festschrauben, dass das fest ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte hier unten, also sprich, wenn jetzt hier nachher das Teil hier drauf kommt, wir werden diesen Huckel hier noch wegmachen, diesen Platz hier möchte ich für meine Elektronik nehmen. Weil ich dann im Endeffekt den Vorteil habe zu sagen, okay, ich packe das hier alles sauber rein und könnte jetzt so, wenn das ganze Zeug weg ist, fahren, prüfen, testen, einstellen. So der Plan. Denn ich mag das immer ganz gerne, wenn ich ein Modell benutzen kann, wenn es nicht komplett aufgebaut ist, sondern nur unten die Karosserie, da, das Chassis da ist und die Karosserie noch fehlt, dann tue ich mir einfach einfacher. Bei den Einstellsachen, da brauche ich das nicht 10-mal rausrupfen, dann kann ich die Fahrregler richtig einstellen, einprogrammieren und so weiter. Ja? So der Plan, dass hier die Elektronik ist, dann setze ich den Kameraden hier drauf. Wir werden das unter Umständen hier hinten auch zweiteilig machen. Dann wird das hier drauf geklickt und dann wird das hier aufgesetzt. So, und genauso muss es aber auch einfach wieder runtergehen. Das heißt, ich muss einfach hier, klack, Kabine runter, Frontteil weg. Stecker weg von dem, was auch immer hier vorne drin ist. Hier werden ja die ganzen Lampen und so weiter drin sein. Und dann ist das Ganze wieder zugänglich. So der Plan. Das heißt, hier werden wir gucken müssen mit diesen ganzen Haltenasen und dem ganzen Zeug, dass wir das so weit entschärfen, dass es nicht mehr einklickt und wir das Ding auch wieder zerlegen können. Auf der anderen Seite muss es aber auch so sein, dass es natürlich wieder hält und nicht beim Fahren irgendwie auseinanderfällt oder wenn er wirklich mal irgendwo
einen Absturz verursacht, jetzt hat sich schon wieder irgendwo eingeklickt, einen Absturz hat und doch mal irgendwo den Hang runterkugelt. Ja, nicht, dass da irgendwie dann die ganze Kabine flöten geht. Ja, darf natürlich auch nicht sein. So, also, das hier haben wir vor anzupassen. Hier, mit dem, das ist das, was ich gesagt habe, wo ich es zerlegt habe, das stört mich voll. Also ich weiß nicht, machen wir es einfach weg und machen was anderes hin, kleben es einfach sauber nochmal hin. Ich weiß es nicht. Ich bin auch keiner, der in die Dinger reinguckt. Also der wird eine Fahrerfigur bekommen, das ist ganz klar. Aber ich bin keiner, der irgendwie da immer da jetzt reinguckt, dass das irgendwie, keine Ahnung, beleuchtet sein müsste. Weil mein Modell eigentlich immer irgendwo, keine Ahnung, 2, 3, 5 Meter von mir weg ist. Es ist ja ein ferngesteuertes Modell. Wenn ich jetzt ein Kabel dran hätte und hinterherlaufe, schaut es anders aus. Ich habe auch keine Vitrine, wo das Ding drin steht. Sondern das wird ja bei mir tatsächlich dann auf der Baustelle irgendwo gefahren. Und deswegen, da guckst du jetzt nicht unbedingt immer rein, weil du guckst von oben drauf. Und ja. Okay, was habe ich noch vor? Hier oben sollen zwei Rundumleuchten eingebaut werden. Solche Kameraden hier. Aber ich möchte die so einbauen wie beim Dodge. Das heißt, versenkt mit so einem Deckel dann drauf. Wie wir das machen, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber ich möchte eben nicht hier einfach nur so diese Glühbirne hier oben drauf geschraubt haben. Das gefällt mir nicht. Ich brauche das dezent. Ganz ehrlich, das ist so, wenn, weiß es nicht. Was mir so gefallen würde in Real Life, wäre ich, glaube ich, so der Kamerad, der das Ding irgendwie versenkbar macht und wenn ich es brauche, fährt es aus, leuchtet und ansonsten fährt es rein und dann ist es ein planer Deckel. Ja, ich brauche keine Rundumleuchte, die oben drauf, ja, wie so ein Pinöppel da oben drauf ist. Gefällt mir nicht. Ich mag das lieber clean oder eben dann ganz dezent aufgesetzt, dass es dann leuchtet. Also gut. Hier kommen die Dinger auf jeden Fall rein, ansonsten passiert hier eigentlich, glaube ich, jetzt aktuell relativ wenig. Wie gesagt, hier müssen wir gucken mit den Klicks, dass die alle passen. So, und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dem, was wir hier alles reinscheppern wollen an Technik, denn das spielt jetzt natürlich eine große Rolle, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Ich habe einen 6-Kanal-Empfänger, ich möchte auch keinen größeren Empfänger für das Modell. Oder keine größere Fernbedienung. Wir bleiben bei diesem 6-Kanal und wir bleiben bei der Fernbedienung. Das habe ich tatsächlich echt nicht vor zu ändern. Nur für Licht, sage ich jetzt mal. Das Soundmodul habe ich schon weggelegt. Ich fühle es auch gerade irgendwie nicht. Also platztechnisch, steuertechnisch. Das Soundmodul braucht halt ja nochmal einen extra Kanal und so weiter. Deswegen, ja. Wir werden zum Fahren den Truck Evo 3 einbauen und der hat nämlich neben der Funktion, dass er ultra geil zu fahren ist und richtig schön feinfühlig zum Fahren ist, bereits ein Rückfahrlicht und ein Bremslicht mit dabei. Ja. Alternative wäre der AS1215RW, glaube ich, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, und dann könnte ich noch das Brems- und Rückfahrlicht-Modul dazu bauen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, möchte ich nicht. Ich werde den hier nehmen. Wir haben einen Haufen Motoren, 8 Stück an der Zahl. Wir haben da dementsprechend auch Leistung, die abgerufen wird. Und deswegen, da ist der, glaube ich, der richtige. Und eben Rückfahrlicht und Bremslicht ist direkt mit dabei über den Regler. Das heißt, da brauche ich nachher dann nur noch einfach die Lampen anschließen. Nur noch in Anführungszeichen, denn auch das ist nochmal ein ganz schönes Gefrickel. So, dann haben wir mit dabei den Truck Profi 2 und jetzt seht ihr schon, wir haben also von den Kanälen her, wir haben ja Lenken ist ein Kanal, Fahren mit Brems- und Rücklicht ist schon mal ein Kanal und der Kipper ist ein Kanal, das heißt, wir haben jetzt noch 3 Kanäle frei und einer dieser 3 Kanäle wird schon mal hier der Truck Profi 2, das heißt, wir haben hier einmal den Blinker links und rechts und die Funktion der Warnblinkanlage, die wir machen können. Und dann haben wir noch 3 Schaltkanäle mit Memory. Das heißt, ich kann 1, 2 und 3 Licht dazu schalten. Ja, das mal dazu. Ja, wir können es euch eigentlich auch gleich sagen. Kanal 1 wird das Blitzermodul. Da habe ich jetzt hier, weil ich auch das nicht momentan bestellen kann, so eins mal bestellt.
ob das funktioniert. Die Frage ist, ob er das halt auch speichert an Input, was ich möchte, an Geschwindigkeit und so weiter. Ich kann es halt jetzt dann auch nicht mehr großartig, doch klar, ich kann es auch immer, das andere ist auch im Modell zu regulieren. Also spielt keine Rolle. Wir probieren es einfach mal aus. Ansonsten fliegt es raus und wird gegen das richtige Blitzermodul ausgetauscht. Das hier wird auf Kanal 1 einfach durchgeschaltet. Das heißt, Kanal 1 geht an und schaltet so gesehen das Blitzermodul ein. So, dann haben wir der zweite Kanal wird das Frontlicht sein, also das Fernlicht in dem Fall. Und wir haben noch das Abblendlicht auf Kanal 3. So, was fehlt? Es fehlt immer noch das Abbiegelicht, in Anführungszeichen, und ich will Positionsleuchten haben. So, genau. Also, wir haben zwei Sachen, die noch fehlen. Ein Kanal geht nochmal drauf für die Rundumleuchten, die klemme ich auf einen Kanal drauf. Jetzt habe ich also noch einen Kanal frei, einen Empfängerkanal, und da werden wir wahrscheinlich hier diesen Mini-4-Kanal-Schalter anschließen. Hier habe ich nochmal vier Kanäle. Ich habe allerdings nur den mit Memory. Das heißt, er speichert, dass es anbleibt. Ich dachte mir eigentlich, wenn ich ihn nicht als Memory nehme, sondern nur tastend, könnte ich natürlich so ein Abbiegelicht realisieren mit links und rechts, wenn ich es einfach mit auf die Lenkung klemme. Das Problem ist, hoch und runter ist dann für das andere im Endeffekt. Also das ist, ja, finde ich, ich weiß es nicht. Funktioniert nicht so, wie ich das will. Deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten das vielleicht mit einem Servo also mit der Elektrik eines Servos machen. Ich habe es auch ausprobiert, es funktioniert tatsächlich auch. Also ich kann das jetzt hier anschließen an die Lenkung mit dem Y-Kabel. Und dann, wenn ich links lenke, dann habe ich Plus, Minus. Das ist ja der Motor, der eigentlich den Servo lenkt. Ja, hier, der ist ja hier dran, Plus und Minus. Dann geht die eine LED an. Die andere muss ich natürlich genau anderspolig anschließen. Das heißt, wenn ich in die andere Richtung lenke, geht die andere LED an. Das Problem ist, dass sobald ich ein bisschen auf die Lenkung komme, liefert der hier 5 Volt. Weil ja der Motor von dem Servo natürlich direkt angesprochen wird. Und hört natürlich auch nicht auf. Und ich habe einfach die Befürchtung, wenn ich jetzt ein bisschen lenke, dann geht dieses Licht dauernd an und aus. Also ich habe keinen Varianzpunkt. Das heißt, das hier müsste ich zum Beispiel über einen Mischer dazu schalten. Nicht über ein Y-Kabel, sondern über einen Mischer, wo ich sage, so ab 50% Lenkbewegung gehst du hier mit an. Das würde gehen. Aber ich habe keinen Kanal mehr frei. Denn wenn ich das hier einbaue, als über einen Mischer, dann habe ich keinen Vierkanalschalter mehr. Das heißt, mir würde meine Positionsbeleuchtung weggehen, meine schaltbare Positionsbeleuchtung. Das fände ich wieder schade. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es verteile. Mache ich das hier, habe ich Abbiegelicht. Dafür habe ich nochmal habe ich eben keine schaltbaren Kanäle, müsste eins irgendwo als feste Beleuchtung machen, also sprich mit dem Modell einschaltbar oder irgendwo als Taster. Das weiß ich noch nicht. Mir fehlt technisch gesehen ein Kanal am Empfänger, um das richtig einzustellen. Und das ist jetzt momentan die Frage, die ich mir stelle und wo ich mir noch im Klaren sein und werden muss, wie ich das denn gerne haben will. Nichtsdestotrotz, wir werden alles einbauen, denn wenn mal alles drin ist, die Schaltung dazu, die kann ich natürlich jederzeit nochmal ändern oder nachträglich korrigieren. Solange ich jetzt nicht die Kabelstränge so zusammenmodel, dass zum Beispiel der Minus- oder der Pluspol von Licht 1, 2, 3, 4 so zusammenläuft, dass es nur zusammenschaltbar ist. Aber das wird nicht passieren, das weiß ich ja jetzt schon. Ja. So, also, dann können wir jetzt hier endlich loslegen und ein bisschen was an der Kabine machen und genug gequatscht. Los geht's.
Hier innen drin ist das blaue Gehäuse jetzt so gesehen versteckt. Ja, also ist sehr dezent. Die weißen schauen tatsächlich einfach besser aus. Ich dachte eigentlich mit Orange, dass es dann nochmal diesen Effekt einfach verstärkt. Aber mit Weiß schaut es tatsächlich einfach besser aus. Ja? Ein rotes Licht, das die ganze Platine angeht. So, ein Bremslicht ist jetzt hier nicht einzeln anzusteuern und deswegen habe ich ein bisschen rumprobiert, denn ich will natürlich trotzdem einen Bremslichteffekt zumindest haben. Und ich schätze aber, dass das Modul, das da normalerweise dazugehört, das emuliert. Also unser Rücklicht, ich hoffe man sieht's, ja, geht. Ich habe es extra etwas dunkler gemacht jetzt. 5,8 Volt angeschlossen, ist also ein bisschen dunkler dadurch natürlich. Und ihr seht die Leuchten alle rund, das heißt es fällt hier nachher gar nicht mehr so weit ins Gewicht. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Deswegen freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!